Wenn man den Begriff Stillleben hört, dann muss man zunächst an Malerei, zumeist die Zeit des Barocks, denken. An der staatlichen Fachschule für Blumenkunst widmete man sich in der Ausstellung Weihenstephaner Werkformen dem Thema floristisch. Dabei wurde, auch das ist Tradition in Weihenstephan, die Grenzen traditioneller Blumenkunst weit hinter sich gelassen. Nicht nur natürlich gewachsene Gewächse kommen zum Einsatz, sondern so manche Blume der Ausstellung ist auf dem Boden der Zellulosefabriken gewachsen oder unter Zuhilfenahme der Petrochemie erblüht. Eine höchst spannende Ausstellung. Barock, und dann hat man da so etwas Morbides auch und man hat Pflanzen dazu und es ist wie festgehalten wie ein Foto in der barocken Zeit. Passt das überhaupt zu uns? Schaffen wir das, diesen Weg zu gehen von diesem verstauchten Alten hin zu dem, dass wir jetzt da etwas Neues, neue Interpretationen da haben? Neues wagen, bewährtes bewahren, Fakten erkennen und aus den Verknüpfungen neue Erkenntnisse gewinnen.